Listen. Ist getestet. Möchte hören, das Essen ist fertig. Heute gibt's Auslandweit. Gibt es Wurst. Und eine haben wir extra gemacht, weil wir eine extra Wurst haben. Die möchte ich jetzt überreichen, bitte. Das war der Wurstorden der Funken. Sorry, and I'm gonna go hungry. However, we have with us also the Blauen Funken Honorary Medal this year. We are very proud to present you this medal of the Blauen Funken Edmonton, the sister company of the Blauen Funken Köln. A Christian come from them just the inner. Lieber Präsident Harold, ich erstmal gratuliere für diese herrliche Gruppe, die ihr mitgebracht habt vom kalten Kanada her und bringt diese Wärme des Karnevals mit uns, für uns hierher. Wir bedanken uns im Namen aller Gäste der GAMGA und mich persönlich, dass ich mal eine extra Wurst gekriegt habe. Das wurde mir schon seit 60 Jahren versprochen, aber nie eine gekriegt. So, Dankeschön. Ihr habt möglich gemacht. Wir freuen uns auf die wunderschöne Zusammenarbeit, die wir haben mit Kanada und die sich jetzt auch weiter auswirken wird. Und ich möchte nur eins sagen, wir begrüßen euch mit einem dreimal GAMGA Gala. Und ich möchte, dass ihr alle mitmachen, damit es auch wirkt. So, GAMGA Gala. GAMGA Gala. Und ich wünsche euch für die Zukunft, und das ist für alle Soldaten, Musikanten, Tänzerinnen, Garde und so, ja, unser Küchenchef hier und selbstverständlich den Präsidenten, die Seele der Gruppe, alles Gute für die Zukunft, eine gute Session und viel Spaß und Erfolg für die nächste Zukunft. Und wir möchten hier heute den GAMGA-Orden als Anerkennung und Danke für euer Hiersein mitgeben. Es war uns eine ganz besonders große Freude, dich hier zu haben und diese Präsentation mitzuerleben. Recht herzlichen Dank. Allah von Erlau, Herr General. Die Kochmaschine kann abmarschieren, bitte. Ein Salut für GAMGA. Major Kallenbach, bitte. Use your cannon. This cannon was specially designed for airport security. So be patient. I don't think you can win a war at one. How many balls are you putting inside? Fire!
We have to leave the ammunition at home. Now we're gonna have a generalship of picture.